Unmittelbar unterhalb der Burg findet man hier das erste Schulhaus, das 1589 gegründet wurde. Im hintersten Bergrücken muss ich die Burg wohl gesehen haben. Ich versuche den jetzt heranzukriegen. Dieser Bergrücken, der war bei Fränkisch Krumbach. Und von dort aus habe ich die Burg gesehen. Das Burgfriedenszeichen, ob das wohl heißt, dass innerhalb der Burg Frieden herrschen soll? Ich muss der Sache mal nachgehen. Ich glaube, hier kann man das noch besser sehen, wie diese Burg, wie mächtig und groß diese Burg ist. Im Burggraben werden ostpreußische Skudden gehalten. Das ist eine sehr genügsame Schafsrasse, wobei die Böcke ein besonders schönes Gehirn haben, wie man sie. Da sieht man jetzt den Innenteil der Burg, diesen ursprünglichen Turm, den Burgfried. Dass der nach draußen geht. Und rund um die Burg kann man gehen, sehr eindrucksvoll. Die Marienlinde von 1793, also die wurde zu Maria Theresias Zeit gebaut. Das ist der Renaissance-Teil der Burg. Die geht Richtung Westen.